Haben Sie schon einmal etwas verloren, was Ihnen lieb und teuer war? Waren Sie zuerst wie gelähmt vor Schreck, vor Entsetzen? Diese Schockstarre ist die Notbremse der Seele, wenn sie durch den Schmerz überfordert ist. Und wir weigern uns, dieses Schlimme zu akzeptieren. Wir sagen, das kann nicht wahr sein. Das passiert jetzt nicht wirklich. Das ist doch nur ein böser Traum. Aber dann löst sich die Starre und wir müssen nach und nach erkennen, dass wir nicht träumen. Das Schreckliche, das uns so entsetzt verstummen ließ, ist real. Als unsere Tochter am Telefon von ihrer Krebsdiagnose erzählte, war ich zunächst wie vom Donner gerührt. Das Entsetzen riss mir die Worte vom Mund. Ich hätte Berit so gern getröstet, aber was sie da sagte, war so unwahrscheinlich, dass ich zunächst nicht bereit war, das zu glauben. Auch Berit wollte lange nicht glauben, dass sie wirklich an Krebs erkrankt war. Sie spielte die Diagnose herunter und beteuerte, ein winziger Tumor, der wird entfernt und das war's dann schon. Sie brauchte mehrere Wochen, bis sie akzeptierte, dass dieser kleine Knoten gar nicht so harmlos und klein war. Ein halbes Jahr Therapie war nötig. Viele schmerzhafte Bestrahlungen, viele Chemos musste sie über sich ergehen lassen. Und dann verkündete sie voller Zuversicht, der Krebs ist besiegt, ich bin wieder gesund. Leider war das ein Trugschluss. Einen Monat nach Abschluss der Therapie wurden neue Metastasen gefunden. Eine schwere und gefährliche OP folgte. Und dann die Reha. Und wieder die optimistische Kunde. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich hab's endlich hinter mir. Ein Jahr später fanden sich neue Tumore. Und dieses Mal warnte der Onkologe, ihre Tochter könnte jederzeit an einer Embolie sterben. Wir wissen nicht, wie lange sie noch zu leben hat. Tage, Wochen oder Monate? Doch Berit wollte davon nichts hören. Ich werde über 80, das verspreche ich euch. Ich hätte das so gern geglaubt. Aber ich ahnte, dass sie viel kränker war, als sie sich's eingestehen wollte. Was tut man da als Mutter? Reibe ich meinem geliebten Kind diese grausame Wahrheit unter die Nase? Sollte ich sie zwingen, diese Wahrheit zu realisieren? Oder ist es vielleicht barmherziger, zu schweigen und abzuwarten? Ich wusste es nicht. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, meine Tochter zu schützen und diese harte Diagnose von ihr fernzuhalten. Auf der anderen Seite sollte sie sich keine Illusionen machen und hinterher bitter enttäuscht werden. Ich war ratlos. Ich fragte die Ärzte. Der eine verkündete, Wahrheit pur, das ist das einzig Richtige. Der zweite hob den Finger und warnte, Vorsicht! Mit einer so harten Diagnose rauben sie ihrer Tochter den Willen zum Leben und den Mut zum Kämpfen. Der Dritte massierte sein Kinn und meinte, keiner kann voraussagen, was passieren wird. Alle drei hatten recht, irgendwie, und ich war genauso schlau wie zuvor. Mir wurde klar, dass es hier kein Patentrezept für alle Situationen gibt. Jeder Mensch reagiert anders auf die Nachricht, er hätte nicht mehr lang zu leben. Den einen macht diese Perspektive müde und schlapp. Der andere will dem Tod ein Schnippchen schlagen und mobilisiert alle Kräfte zum Kampf. Das Wissen um den nahen Tod kann schwächen, aber auch stärken. Was ist hier richtig? Unsere Tochter hatte Phasen, in denen sie glasklar wusste, ich muss sterben, und zwar bald.
Aber es gab auch Wochen und Monate, wo sie dieses Wissen weit von sich schob. Sie stürzte sich kopfüber ins pralle Leben und sie genoss es, als hätte sie noch eine ganze Ewigkeit zu leben. Heute denke ich, vielleicht war beides für sie richtig. Manchmal hatte sie genügend Kraft für die Wahrheit. Dann schaute sie ihr tapfer mitten ins Gesicht. Zu anderen Zeiten aber fühlte sie sich zu schwach und schob den Gedanken ans Sterben weit von sich. Das wechselte immer mal wieder. Und beim Zuhören spürte ich dann schon, in welcher Gemütslage sie gerade war. Und ich fühlte, das ist okay. Ich werde ihr die barmherzigen Lügen nicht wegnehmen. Und in Zeiten, in denen sie sachlich und hart über ihren baldigen Tod sprach, da habe ich ihr dann auch nicht widersprochen, nur weil dieser Gedanke mir so tief ins Herz geschnitten hat. Ich habe damals gelernt, sie ernst zu nehmen in ihren Gedanken. Ich habe gelernt, ihre Gefühle zu respektieren. Ich habe gelernt, sie zu begleiten und sie zu halten, wenn sie Halt brauchte. Und wenn sie davonflattern wollte, dann ließ ich sie los. Das Loslassen fiel mir anfangs schwer. Ich hatte Angst, dass Berit ins Leere stürzt, wenn sie merkt, dass sie gar keine echten Flügel hat, sondern dass sie auf einer Illusion dahin surft, auf einer Wolke, die sich in der harten Mittagssonne auflösen würde. Ich konnte sie nur deshalb loslassen, weil ich wusste, dass wir alle nicht dem Zufall ausgeliefert sind. Gott verspricht, dass er für uns da ist. Er hält uns fest. Und er hält auch unsere Lieben. Wir müssen uns nicht verzweifelt an sie klammern. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir aufgefangen werden. Aber es kommt ein Moment, da können wir der Realität nicht mehr ausweichen. Der Verlust trifft uns mit ganzer Härte. Wir spüren und wir wissen, dieser Albtraum ist kein Traum. Das passiert wirklich. Und es passiert mir. Ich verliere diesen Menschen. Oder wenn sie gerade gefeuert wurden, ich muss mich von meinem Job verabschieden. Ich bin jetzt arbeitslos. Oder wenn sie gerade erfahren haben sollten, dass der Knoten in ihrer Brust bösartig ist. Tja, jetzt gehöre ich auch zu dem großen Heer der Krebskranken. Wenn wir diese schlimme Wahrheit an uns heranlassen und ihr nicht mehr ausweichen, dann haben wir eine ganz wichtige Station auf dem Trauerweg erreicht. Hier gibt es kein Zurück mehr, kein Notausgang. So wie eine Frau kurz vor der Geburt spürt, dass nun die Wehen einsetzen, da ahnt sie, hier muss ich durch. Bitte weichen Sie jetzt nicht zurück, auch wenn Sie befürchten, dass Ihre Kraft nicht ausreichen wird. Holen Sie einfach tief Luft und gehen Sie den nächsten Schritt. Vielleicht zitternd und mit weichen Knien, doch Sie werden merken, dass Sie auf dem Trauerweg nicht alleine gehen. Jesus Christus sagte einmal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn das Gespinst der Illusion und der selbstgebastelten Lügen zerreißt, wenn der frische Wind der Wirklichkeit durch unsere Gedanken pustet, dann haben wir eine große Chance. Wir sehen klar. Die Nebelschwaden, die unser Hirn umhüllen, lösen sich auf. Das Land, das sich jetzt vor unseren sehenden Augen ausbreitet, ist fremd. Vielleicht düster. Wir haben Angst. Wir fühlen uns schwach, fühlen uns hilflos. Und doch können wir erleben, dass uns auf geheimnisvolle Weise neue Kräfte kommen. Woher stammen sie?
Ich habe erlebt, dass mir in solchen Stunden der Wahrheit eine Extraportion Energie zufließt. Sie stammt vom Schöpfer des Lebens, von Gott, der unser Entsetzen kennt und unseren Kummer versteht. Diese Kraft reicht nicht zum Bäume rausreißen, aber sie genügt, damit ich unter der Last der Wahrheit nicht zusammenbreche. Dieses Versprechen ist sogar im Vaterunser enthalten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot, das ist ein Symbol für alles, was uns Kraft und Mut gibt. Die Sorgen von morgen sind heute noch nicht dran. Wir haben genug mit der Last von heute zu tragen. Probieren Sie es aus. Bitten Sie Gott, den Schöpfer des Lebens, dass er Ihnen hilft, die schreckliche Wahrheit zu ertragen. Zumindest für hier und für jetzt. Mehr ist nicht verlangt. Wenn wir auf dem Trauerweg wandern, dann sehen wir oft nicht weiter als nur bis zum nächsten Schritt. Und mehr ist heute auch nicht nötig. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen gibt es neue Hilfe. Als unsere jüngste Tochter an Krebs starb, fühlte ich mich wie auf einer mühsamen Wanderung durch ein enges Tal. Der Weg war steinig und steil und ich wusste nicht, wohin mich mein Trauerweg führen würde. Wir Menschen sind unterschiedlich und jeder trauert auf seine persönliche Art, aber vieles haben wir gemeinsam und wir können uns gegenseitig stützen und beistehen. Deswegen bietet der Hope Channel in Zusammenarbeit mit dem Bibelstudieninstitut einen kostenlosen Online-Kurs an, als Begleitmaterial zu unserer Serie Tränen, Stationen meines Trauerwegs. Sie brauchen nicht alleine mit Ihrer Trauer fertig zu werden. Unsere Seelsorge sind für Sie da. Im Internet unter www.bibelkurse.de.